Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier wieder zu Alter Ihr und Mir. Alter Ihr, das bin ich und Mir, das seid ihr, meine Lieben. Heute zum Ostersonntag. Ich wünsche euch erstmal allen da draußen noch eine wunderschöne Osterzeit. Ich hier sitze gerade im Zug in Neustadt. Böbig, glaube ich, wie man es hier noch halbwegs erkennen kann. Gerade jetzt unterwegs nach Mannheim. Ich dachte, ja, das wunderschöne Wetter heute, es scheint nur Sonne. Ja, so glaube ich jetzt noch, jetzt ziehen einige Wolken zwar schon auf. Ja, aber ich dachte, ich nutze jetzt einfach jetzt mal eine gute Zeit und ziehe heute raus. Gönne mir einfach einen wunderschönen Tag heute. Da ich immer mal dann eh gerade alle Zeit der Welt habe. Und bevor es bei mir dann erst einmal ab 14 dann woanders hingeht, nutze ich erstmal jeden Tag, den ich habe. Gesund und munter, weil es ist ja immer wichtig im Leben, was für sich selber zu tun. Das soll heute mit meinem Motto waren. Gönne dir was im Leben, sei du selbst. Mach das Beste aus und bereichere auch dich mit dem Leben. Und das tue ich heute, indem ich heute einen wunderschönen Tag heute in Mannheim mache. Mach die Stadt ein bisschen unsicherer. Mal gucken, was da Schönes zu sehen gibt, was man vielleicht für Menschen trifft. Wer weiß. Und genieß einfach den Tag. Und lassen wir uns überraschen. Und ich lade euch heute ganz herzlich mit ein, mit auf die Reise hier zur Alter Ion Tour unterwegs nach Mannheim. So, meine Lieben, und jetzt sind wir hier am Mannheimer Hauptbahnhof. Gut angekommen, das Wetter ist immer noch halbwegs okay. Ja, jetzt werden wir uns doch mal hier mal vom Bahnhof begeben und durch die Stadt schlendern. Ich glaube, als allererstes werde ich jetzt mal Richtung Rhein gehen, weil der liegt jetzt hier gerade ein bisschen in der Nähe. Mal ein bisschen das Wasser genießen. Ja, und gucken wir mal einfach mal, was der Zack bringt. Also ich bin schon mal sehr gespannt. Ich freue mich, mir geht's gut. Genieße den Tag. Mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen was im Restaurant, was zu essen finden. Ja, und dann geht's mal ab nach unten und wir sehen uns dann gleich wieder. Hi meine Lieben, und da bin ich wieder hier noch im Mannheimer Hauptbahnhof, mir jetzt erstmal so was zu essen gegönnt. Jetzt hier, wir sehen können, erstmal ein leckerer Energie, grüner Smoothie. Der richtig lecker ist. Ich sage, seit Rohkost einmal eins hier mit dem lieben Robert jetzt hier und durchs Business einmal eins. Und wenn ich jetzt auch bis jetzt endlich mal wieder es geschafft, in die vegane Ernährung einzusteigen. Und das Ganze gönne ich mir jetzt erstmal dort in den Tag so einen super leckeren Salat mit Gurke, ein bisschen Avocado, Tomate. Ja, und das Ganze noch ein bisschen mit Ahornsirupsoße. Da kommt man doch gleich mal wieder so richtig fit in den Tag. Tut auch richtig gut. Wie gesagt, ich kann da einfach nur den ganzen Leuten bedanken. Und ich werde auf jeden Fall noch wesentlich mehr Beiträge auch mit zur veganen Ernährung mit hier bei Alter Ion mitgeben. Auch so, wie ich jetzt meine Lebensweise umstelle und das Ganze mit dokumentieren. Mir tut es jetzt schon richtig gut. Ich habe richtig Spaß und Freude dabei. Ich denke mal, das geht jedem Menschen mit, der sich vegan ernährt, einfach super. So, ich werde jetzt erstmal noch das leckere Essen hier genießen. Und ja, Lieben, wir sehen uns nachher weiter. So, und da sind wir jetzt hier nun draußen aus dem Mannheimer Hauptbahnhof. Jetzt hier direkt in der Mannheimer Innenstadt, wo man so groß sehen kann. Ja, dann werden wir mal schauen, wo wir lang gehen. Ich habe mir jetzt hier noch mal so Glas noch geholt bei Nanunana. Das werde ich demnächst für meine Smoothies nehmen. Für unterwegs zum Aufbewahren. Wenn ich Smoothies trinken will, macht sich das ganz praktisch. Da Glas an sich sowieso besser ist, Plastik empfehle ich sowieso keinen jenischen. Und auch nicht diese fertigen Smoothies, die es in Plastikgehäuse zu kaufen gibt, bin ich auch kein großer Fan. Glas ist wenigstens ein ordentliches Naturprodukt. Und viel besser. So, jetzt werde ich mal gucken, wo ich jetzt hier den nächsten Rhein auffinde. Lass mal zum Fluss gehen. Da mich kurz mal ein bisschen entspannen und dann schauen wir mal uns ein bisschen die Innenstadt an. Die Sonne scheint ja glücklicherweise. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt.
Ach ja, es gibt doch nichts Schöneres als die Natur, den Sonnenschein und das Leben zu genießen. Heute ist echt wirklich, wenn es nach Glück, ein wundervoller Tag heute und ich freue mich einfach hier mal in Mannheim zu sein und einfach mal hier die Gegend zu bewundern, die Natur zu genießen, die Sonne ein bisschen mit aufzunehmen. Es belebt die Lebengeister, besonders wo wir vorhin erstmal schön vegan gegessen haben. Der Salat, der hat so richtig gut geschmeckt und besonders auch der grüne Smoothie mit. Wirklich lecker. Kann ich echt nur jedem mit empfehlen. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich bin gerade jetzt auf dem Weg zum Rhein, der hier in Mannheim entlang fließt. Der hier auch quasi so die zwischen Mannheim und Ludwigshafen, die Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg spielt. Ja, jetzt gucken wir mal. Sind wir hier gerade an einer Parkgegend. Schauen wir mal, wenn wir mal da hinten lang gehen. So, ich melde mich dann wieder, sobald ich am Rhein angekommen bin. Also, see you later, Alligator. Ja, meine Lieben, und hier ist der Rhein. Zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Wir sind angekommen. Endlich mal wieder Wasser in Sicht. Sehr schön und ein wunderschönes Wetter. Ja, wir machen einfach ein bisschen die Landschaft genießen. Die Sonne ist ja glücklicherweise mit da. Also, was will man mehr? Ja, und dann einfach mal schauen. Jetzt suche ich mir erstmal ein ruhiges Plätzchen. Da natürlich heute Ostertag sind natürlich die Menschen auch alle unterwegs, aber es ist auch gerade wichtig, gerade solche schönen Tage zu nutzen, einfach raus in der Natur, weil hier draußen spielt sich das Leben ab. Nicht irgendwo drinnen in der Wohnung, sondern entweder nur vor dem PC hockt, Facebook rumsitzt, Computerspiele spielt oder sonst irgendwas macht oder Fernsehen guckt, irgendwelche Soaps. Nein, hier draußen spielt das Leben ab. Hier draußen trifft man Menschen, sieht man die Natur, Tiere, erlebt man was. Und das ist ja das Wichtigste mit anderen dabei. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier vorne haben. Ich sag, die haben auch viel Hafengegend hier mit. So, ich gucke gerade irgendwo jetzt mal hier ein ruhiges Plätzchen zu finden. Mich auch mal ein bisschen hinsetzen kann und am Wasser hauptsächlich auch mit. Wo es sich am effektivsten macht und auch nicht gerade so viele Menschen drumherum sitzen. Nee, ich finde es heute einfach nur herrlich, das Wetter. Ich bin heute froh, einfach hier zu sein und den Tag genießen zu können. Einfach auch für sich selber was Gutes tun. Ist immer auch mal wieder wichtig, für sich selber was im Leben was Gutes zu tun. Sich selber darf man nie im Leben vergessen. Sonst bleibt man irgendwann auch in der Strecke. Man versucht immer und immer wieder, anderen Menschen was Gutes zu tun, zu anderen Menschen nett zu sein und so weiter. Und sich selber vergisst man auch nur. Aber die Veränderung fängt hier bei dir drin an. Wenn du dich gut fühlst und du das ausstrahlst, dein Lächeln, dein Leuchten in dir, dann zieht das die Menschen dann schon ganz von alleine mit an. Das ist halt der Zauber, der das Ganze mit sich bringt. Ja, ich suche mir jetzt mal ein ruhiges Plätzchen und dann hören wir uns, denke ich, mal wieder. Ja, meine Lieben, ja, das ist immer nur gemütlich im Rhein und genießen einfach jetzt mal ein bisschen das Wetter hier. Weil es wirklich herrlich ist, wenn meine Füße mal hier ein bisschen ins Wasser halten. Ein bisschen kalt. Noch sei noch ziemlich frisch. Wenn die Sonne nicht gerade scheint, dann ist auch der Wind etwas frisch heute, aber es macht nichts. Wenn sie scheint, ist es angenehm warm heute und solche Tage sollte man halt einfach auch mal ausnutzen. Ja, schauen wir mal, was die kommende Zeit noch so uns bringt. Es ist ja gerade das Schöne eines digitalen Nomadens oder selbst bis es eins lieber Oma sagt und wir die digitalen Nomaden, dass wir halt wirklich eigentlich das Leben frei haben können. Das Leben frei gestalten können, unser eigener Herr sein können für unser Leben. Was natürlich in dieser heutigen Welt und der Wirtschaft nicht immer einfach ist. Aber es ist möglich. Viele Menschen haben es ja dessen schon geschafft, ihr eigenes Business aufzubauen, ihr eigenes Leben zu gestalten, ihre Träume zu verwirklichen. Und das zu leben eigentlich, was ihnen auch Spaß macht, was ihnen auch Freude macht. Weil das ist das Wichtigste dabei. Nicht jeden Tag 8 Stunden irgendwo auf Arbeit gehen,
und irgendwas machen, was einen Grund genommen hat, keine Freude macht. Nein. Wirklich sich hinzustellen, das zu verwirklichen, das zu schaffen, was einen wirklich Freude macht. Das ist nicht einfach. Keiner sagt auch, dass das Leben einfach ist. Aber es ist möglich. Wenn man fest daran arbeitet, viel Zeit und Energie mit da hineinsteckt, ist alles möglich. Und so werde ich auch mit mein Leben mitgestalten. Weil das, seit ich das vom Business einmal eins gesehen habe, wie Robert die Sache angegangen ist und durch seine ganze Motivation mit und alles, habe ich gerade mit ermerkt, genau das ist es. Genau das ist das, was ich die ganze Zeit schon für mich eigentlich gesucht habe. Genau das ist das, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Mein Leben selbst gestalten können. Selbst freier Mensch sein. Wie ich jetzt hier einfach jetzt hier gemütlich sitzen kann und den Tag genießen kann. Nebenbei jetzt hier noch einen Vlog drehe für meinen Kanal mit. Also Arbeit hat man nebenbei ja auch noch. Wenn man sein Mac hat, sein Laptop oder was auch immer hat, ist man sowieso auch halt ziemlich mobil. Man kann überall arbeiten. Ich will mir jetzt demnächst noch einen Mac noch kaufen. Damit ich demnächst auch meine Arbeiten von überall aus auch erledigen kann. Weil mehr braucht man grundsätzlich in der digitalen Welt eigentlich größtenteils nicht. Je nachdem, was man halt machen möchte. Aber gerade im digitalen Bereich hat man es halt ziemlich einfach, weil man da flexibel ist. Und man kann halt überall sein, man kann überall bei Menschen sein, sich mit Leuten treffen, sich unterhalten, Interviews führen, sich austauschen, die Welt nebenbei erleben und trotzdem noch so viel zu schaffen, dass man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, zusätzlich zu der Sache. Man muss einfach nur wissen, was man in Bewegung setzen kann, damit diese gewissen Dinge, diese Features, die man hat, halt für ein Geld generieren. Da gibt es im Leben genug. Man muss nur wissen, wo man suchen braucht. Und da macht schon mal Robert im Business einmal eins, den er sich jetzt gerade mehr verpflichten will. Robert, falls du das Video noch hier mit sehen solltest, ich kann dir deine Entscheidung mit auf jeden Fall nur zustimmen. Es ist halt besonders wichtig, dass du das für dich findest, was dir Spaß macht. Und du merkst, es gibt ja auch Energie auch zurück, da was du hineinsteckst. Rohkost einmal eins hast du wunderbar aufgebaut. Keine Frage. Und den Menschen viele Wege auch in dieser Richtung geebnet. Und ich denke mal, da wird sich auch in Zukunft noch einiges tun. Und du hast ja auch deine ganzen anderen Freunde und Mitmenschen, die ebenfalls in diesem Bereich arbeiten. Du hast ja selbst gesagt, du bist ja nicht ganz von der Bildfläche im Thema Rohkost verschwunden. Du wirst ja sonst mit Rawberry und den vielen anderen ja trotzdem noch gemeinsam auch noch agieren. Also von daher hast du ja grundsätzlich ganz damit aufgeführt. Aber Business einmal eins denke ich auch wirklich, dass du damit was erreichen kannst. Meine Gedanken schon mal für die Zukunft mit. Ich kann noch nicht sagen wann. Vielleicht unterhalten wir uns irgendwann mal, Robert, oder sprechen wir uns mal drüber aus. Würde ich auch gerne mal schauen, sobald meins ein bisschen mit anläuft und so, mit dir auch ein bisschen mit kooperieren. Gerade Business 1x1 und meine Arbeit mit bei Alter Ihr und Wir, wo ich besonders auch als Connector mit fungieren will, die Menschen verbinden, zu zeigen, welche Menschen gibt es auf der Welt, wer macht was und auch die wirklich die Menschen versuchen zusammenzubringen, weil das merkt man auf der Welt halt immer wenig, dass fast die meisten immer jeder so sein Ding für sich alleine macht. Weil du selbst schon sagst, das A und O, das ist heutzutage wirklich ein Leben, dass man sich verbindet, dass man sich connectet, egal ob es YouTube-Arbeit ist, sonst was, egal, in allen Bereichen. Gemeinsam kann man wirklich halt einfach viel mehr erreichen als einer alleine. Gemeinsam kann man sich unterstützen, sich austauschen und viel mehr verwirklichen als einer alleine. Und ich denke mal, da lässt sich auch in Verbindung dann noch mit den Nikolai einiges Wundervolles bewerkstelligen. Wenn wir uns alle so zusammentun und gemeinsam vielleicht noch ein richtiges großes Netzwerk aufbauen können, wo all die Menschen, all die digitalen Nomaden und jeder, der etwas bewegen will, jeder Mensch anderer da draußen, den wir dazu mitbringen können, auch selbst sein Leben zu gestalten zu können, sich ihn aufmuntern können, dass er etwas aus seinem Leben machen, denke ich mal, da können wir einiges vollbringen. Ich habe schon so richtig Freude daran und Energie mit, das in Zukunft vielleicht mal mit anzugehen. Weil ich merke, das ist das, was mir Freude macht, das, was mir Arbeit macht, Menschen zusammenzubringen, Menschen vielleicht wieder ein gutes Vorbild mit zu sein, da ich auch schon meinen Lebensweg zum Teil einiges erlebt habe, von meiner Seite hiermit berichten kann, wie es doch möglich ist, selbst wenn man klein von unten anfängt. Gerade die jetzt vielleicht gerade erstmal wieder erst am Anfang sind, die noch nicht so weit sind, die noch kein richtiges Business aufgebaut haben, was so gerade die ersten Anfänge sind, die ersten Steps. Und dass es möglich ist, vielleicht mit durch mein Beispiel sein Leben selbst zu gestalten, seine Träume zu verwirklichen. Schauen wir mal, was die kommende Zeit sind. Das sind so momentan gerade meine Gedanken, die ich jetzt hier mit habe, hier in Mannheim, am Rhein oder Ludwigshafen, so hier an der Grenze.
ist wirklich gerade eine schöne Gegend hier. Echt berauschend. Das Meer tut gerade unheimlich gut mit. Das Rauschen. Ist zwar echt jetzt nicht gerade wie bei Robert à la Gran Canaria, aber es macht ja nichts. Irgendwann werde ich auch mal wieder verreisen. Und jetzt kommt das Wasser gerade immer höher hier. Ja, uns waren auch gerade die Boote vorbeigefahren. Das treibt das Meer hier natürlich auch ein bisschen an. Gut, ich werde jetzt mal ein bisschen weiter schauen. Die Sonne hat sich gerade hinter einer Wolke versteckt, bevor ich jetzt hier noch weiter nass werde. Das Wasser wird jetzt hier ein bisschen aktiv. Werde ich jetzt mal weitermachen. Mal gucken, was der Tag noch so Schönes bringt. Ich halte es auf dem Laufenden. Wir sehen uns nachher. Ja, meine Lieben, da sind wir ja gerade wieder. Jetzt sitze ich gerade hier gemütlich ein bisschen auf meiner Bank. Der einer Bank. Genieße gerade einfach noch so ein bisschen die Sonne. Das herrliche Wetter. Das Wasser vor mir. Ja, und ich spanne mich einfach ein bisschen. Muss auch mal sein. Und ganz nebenbei noch ein bisschen meine Lunchbox ausgepackt. Die darf hier natürlich auch nicht fehlen. Als guter Veganer in der Richtung. Muss ja auch sein. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn heute alles Schönes. Ja, wir haben natürlich Banane am Start. Gurken. Die digitalen Tomaten-Nomaden dürfen natürlich auch nicht fehlen. Alles halt gesunde Sachen. Ja, und besonders gesunde vegane Ernährung. Ist halt nicht nur gut für allein für unseren Körper halt mit, es hält uns fit, gesund und macht gute Laune. Ja, jetzt werde ich mal ein bisschen meine Gurke genießen. Noch ein bisschen das Wetter. Und schauen wir mal weiter und dann werde ich, denke ich mal, so langsam Richtung mal Mannheim, die Innenstadt machen. Schau mich da mal noch ein bisschen um. Jo, gucken wir mal, was das denn das dann so der Tag bringt, was uns dann so begegnet für Menschen oder so. Gucken wir einfach mal. Und ich hoffe, ihr da draußen macht euch auch euren schönen Tag, dass ihr auch die Ostertage heute genießt. Soweit soll es ja deutschlandweit heute schönes Wetter sein. Also ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Geht raus! Genießt die Sonne, genießt das Wetter, genießt das Leben, geht ein bisschen raus in den Wald, geht in der Natur, nehmt euch was zu essen mit zur Not mit und genießt das Leben. Weil das Leben beginnt zu jeder Zeit, das Leben beginnt im Jetzt, hier und jetzt. Und nicht erst morgen, übermorgen oder an irgendeinem anderen Tag, wenn ihr gerade mal lustig seid, nee. Verbringt jeden Tag in eurem Leben. Denn jeder Tag ist kostbar. Jeder Tag ist etwas Besonderes in eurem Leben. Denn auch wir alle sind etwas Besonderes. Ein großer Turm hier mitten in Mannheim. Ja, meine Lieben, und da sind wir wieder hier. Jetzt gerade mitten irgendwo im Zentrum von Mannheim. Genießt gerade so ein schönes Wetter, wie immer. Hinter mir gerade schön der Schwimmbrunnen. Die Sonne lacht. Jetzt habe ich gedacht, soll ich erstmal ein bisschen genug von rein. Jetzt werde ich noch durch die Innenstadt ziehen. Ich denke mal noch so, ja, bis um 7 und 8 werde ich noch in Mannheim bleiben. Mal gucken, was es hier noch gibt. Später noch mit sowas essen gehen. Joa, aber sonst ist es, wie gesagt, eine sehr schöne Stadt hier. Es gibt echt sehr viel zu sehen, sehr viele Leute hier. Auch ziemlich kulturell dafür, das ist ja natürlich halt auch eine Studentenstadt. Das kommt natürlich mit dazu. Aber man hat ja sehr viele Möglichkeiten. So, jetzt werde ich gleich nochmal noch ein kleines Video noch für meinen Kanal Alter Irgendwie noch zusätzlich hier noch mit aufnehmen. Zum Thema Einstieg in die vegane Ernährung. Man muss ja noch ein bisschen Content raushauen. Mal sein, wir haben gerade so schönes Wetter, warum das nicht einfach nutzen für mehrere Videos drehen. Das hier ist jetzt nur erstmal hier der Vlog für heute vor Alter ihren Tour. Und jetzt werden wir gleich mal sehen, was wir noch für Möglichkeiten haben. So, ich werde mich dann mal gleich an die Arbeit machen, Kamera aufbauen und ja, meine Lieben, wir sehen uns dann nachher weiter. Bis dann. So, meine Lieben. Jetzt werde ich mal langsam bis wieder zurück machen nach Neustadt in die Pfalz wieder zurück. War heute auf jeden Fall ein wunderschöner Tag heute, kann heute echt nicht meckern, habe heute viel erlebt. Der Tag war wenigstens heute Spitzenbombenwetter heute. Ja, und sowas tut er einfach mal gut, dass man sich einfach mal einen Tag für sich einfach mal nimmt und sich selbst was Gutes tut. Jetzt höre ich jetzt mal da vorne jetzt noch mal ein bisschen beim Bahnhof
jetzt noch schnell was zu futtern suchen, gucken, wann mein Zug fährt. Und dann geht es dann auch schon wieder ab. Und mal sehen, wo uns beim nächsten Mal die nächste Reise hinführen wird. Die Sonne begrüßt uns auch noch mal ganz lieb. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir werden öfters on Tour sein. Vielleicht möchte ich in der nächsten Zukunft noch mal mit den einen und den anderen treffen. Mal schauen, was sich noch so ergibt hier bei Altair und wir. So, und da ist auch mein Zug schon. Jetzt geht es wieder zurück nach Neustadt an die Rheinstraße. Hat man scheiß was gegessen. Jo, war auf jeden Fall ein wunderschöner Tag heute hier in Mannheim gewesen. Und jetzt werden wir uns mal dann auch gleich mal so einen Weg machen. Hier an den Zug kommt. Jetzt mal noch einen letzten Zug. So, und da haben wir doch schon ein schönes Plätzchen gefunden. Jo. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es euch auch soweit gefallen, heute die kleine Altair-Tour. Ich fahre durch Mannheim. Ich habe es jetzt heute nicht alles sehen können, ich sage, wenn man dann nur durch die Stadt läuft, irgendwann quallen mir dann auch mal die Füße. Aber war sehr schön, werde ich auf jeden Fall öfters machen. Und ja. Schauen wir jetzt mal, was die nächste Zeit bringt und erstmal nichts machen. Da denke ich mal noch einiges kommen. In diesem Sinne, meine Lieben, danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ein Däumchen nach oben, würde ich mich auch freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auch auf eure Kommentare. Und seid wieder hier mit demnächst dabei bei Altair und hier. Altair, das bin ich. Und ihr, das seid ihr. Und wir meinen immer hier in dieser wundervollen Welt. Also meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Alter hier und wir.